So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen und wir stürzen sich natürlich gleich mal rein. Digga, ich bin gespannt. Ich will jetzt einen Fight des Todes. Ich will, dass ich mal meine Finger leg, Alter. Bis deppert, so schmackhaft soll der ein oder andere Kampf jetzt endlich mal werden. Nein, einfach ein 0815, einfach dahergeklatscht. Nein, ich will einen richtig, richtig geilen inszenierten Fight. Und ich hoffe, durch diesen Krieg kriegen wir den auch endlich. Bitte, bitte. Hey, das ist nicht richtig. Warum müssen wir gegen verbündete Dörfer kämpfen? Für Lord Merz. Wer ist Lord Merz? Der Siebte hat das auch gesagt. Aber ich verstehe es nicht. Ist ein Jokage. Wir müssen kämpfen, damit die Ideale von Lord Merz realisiert werden können. Er ist der Lord Kage. Der Lord Kage, genau. Wir wissen ganz genau, was da so abgeht. Ui, ui, ui. Können wir den Kampf, den Fight nochmal wiederholen? Das wär's. Den habe ich extrem gefühlt. Weg. Ich werde alles tun, um dich vom Kämpfen abzuhalten. Lächerlich. Mich aufzuhalten wird den Krieg nicht verhindern. Was du tust, ist bedeutungslos. Das werden wir ja sehen. Let's go! Kampf der Giganten! Lass mich doch mal... Ja, bitte, unbedingt, ich will noch mal. Ich will unbedingt noch mal kämpfen. Egal, ob ich den Kampf schon einmal gehabt habe. Ich will den trotzdem noch mal angehen. Alle Ninjas haben das Schlachtfeld erreicht. Der Kampf sollte bald beginnen. So fragil. Ist es nicht erstaunlich, dass solch eine scheinbar starke Bindung so leicht gebrochen werden kann? Lord Payne. Nein, Payne. Deine lang gehegte Vision. Die Herrschaft des Stärksten wird schon bald Realität werden. Doch du bist nun tot und nicht ihr Vorreiter. Das bin ich. Aber ich bin gespannt, ob er aber auch irgendwas überhaupt allgemein mit Payne zu tun hat. Nicht einfach nur wieder Ushir, Ushir, Ushir. Na, sondern dass man wirklich so auch quasi so eine Art Verbindung oder sonst was zueinander hat. Wäre auch geil. Vielleicht hat er ihn auch einmal begegnet oder irgendwas in der Richtung. Oder vielleicht... Irgendwas muss kommen. Irgendwas muss kommen, warum er unbedingt die ganze Zeit Payne so anbietet. Ja, voll die letzte Erinnerung wahrscheinlich doch. Die läuft. Um Sasuke mache ich mir auch Sorgen. Ich muss mich auf meine Mission oder konzentrieren. Oder vorletzte. Das kann auch möglich sein. Aber normalerweise, jetzt haben wir die Geschichte jetzt schon mit Payne. Könnte man so machen, dass er jetzt dann noch mit Obito und dann noch sich zu überschlagen. Mit Sasuke kämpft. Die Akatsuki und Madara Uchiha erklärten der Ninja-Welt den Krieg, denn sie trachteten danach, an die Bijou heranzukommen. Und auch Sasuke, gefangen in den Tiefen der Finsternis, schritt zur Tat. Er war wild entschlossen, Konoha zu zerstören und seinen Clan wiederherzustellen. Hä? Aber warum? Ich dachte, Sasuke wollte seinen Bruder töten. Die Geschichte hat er dann halt erzählt, oder was? Details bleiben oft verborgen. Sasuke erlangte die Erkenntnis, dass man ihm über Itachi nicht die Wahrheit erzählt hatte. Also machte er sich wild entschlossen auf, um Konoha zu zerstören und den Hokage zu töten. Dort begegnete er keinem Geringeren als Naruto, der kein Interesse daran hatte, seine Freundschaft mit Sasuke aufzugeben. Storm 3, richtig geiler Fight. Richtig, oder... Was ist Storm 3? Ich glaube, das war sogar noch in Storm 3, bilde ich mir sogar fest ein. Dass es dann noch so quasi sein sogenanntes geheimes Ende geben könnte, wo die noch gefightet haben. Wenn nicht, sowieso in Storm 4 sowieso kämpft. Also da ist wieder. Nein, in Storm 3! Gegen Obito!
Barbermäßiger Kampf. Barbermäßiger Kampf. Oh, der kriegt jetzt der Bub. Bist du Depper, der kriegt jetzt. What? Ich tu noch ganz kurz. Okay, dreimal Ninjutsus. Na gut, das kann was werden. Gott sei Dank habe ich nicht doch nicht zu viel weggeklatscht. Mit dem ist mir sonst Arsch. Da komm her, Fuhle. Da ein bisschen Rasengan in die Pappen und tschüss, Babali. Komm her da. Alles ein Lügengespinst aus Konoha. Oh, der konnte mir ja mal oder bist du? Dass Itachi seinen jüngeren Bruder liebt. Steppe, der hat einen schönen schwierig. Ich kann einer mehr reden, Alter. Was ist denn los, Alter? Steppe gestern auch schon, Alter. Steppe. Warte, jetzt haben wir das eh schon erledigt mit den Ninjutsus. Jetzt können wir ihn richtig, richtig schön geben. Wort, Bulli, wort. Er ließ sich von keinen Skrupeln davon abhalten, ihn auf diesen schicksalhaften Pfad zu bringen. Muss aufpassen auf unser Leben. Unbedingt aufpassen. Kannst du eigentlich schon Rasen schuriken? Aha! Aha, gut zu wissen. Zu diesem Zeitpunkt war Naruto ratlos. Sein Freund war nun ein Feind der Ninja-Welt. Wie sollte er damit umgehen? Was sollte er tun? Gehen wir zum nächsten Zeitpunkt. Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke endete. Ich glaube, das hätte sowieso relativ vieles übersprungen wird. Getrennte Wege. Fix. Naruto machte sich auf, um Sasuke zu retten, aber Sasuke besiegte Naruto. Man könnte daher sagen, dass ihre Wege auf eine seltsame naja, besiegen. Na, also, jetzt ja, haben sie aber schon wieder geschwindelt. Aber es fühlt sich falsch an. Daraufhin kam es in der Ninja-Welt erneut zu kämpfen. Also sah man nicht ab, aber nach Kunin hat da Orkana. Schlossen sich die Ninjas zu der Shinobi-Allianz zusammen. Die haben sich einfach nur einmal gegenseitig geclasht und das war's. Sonst ist eigentlich nicht wirklich viel passiert, aber okay, ja, passt, Sasuke hat mal wieder gewonnen. In die Schlacht. Dort stieß er zunächst auf Ninjas aus seiner Vergangenheit. Wo ich mir auch so denke, so, hä? Aber ohne Spaß, so, hä? Wie der Kunin? Ja, aber. Also, der Fight war jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich wichtig, aber na gut. Was ich jetzt mal kurz verstehe. Bringen wir es hinter uns, Naruto. Bin ich jetzt persönlich. Zwei Jahre, schön und gut. Man trifft wieder auf Nagato und alles drum und dran. Es ist schon mal was Feines. Definitiv, aber trotzdem, der Fight ist trotzdem nicht so extrem wichtig, wie die da eigentlich quasi da so tun. Ja, yes. Er wurde stärker, aber sein Gegner war ein Ninja, der noch mächtiger war als er. Naja, also, Nagato hat nicht wie Gefühl machen können, also in dem Modus. Das ist aber nicht hart, also, bissel übertreibst du es aber schon, gell, also bissel tut es schon übertreiben. Von den Toten erweckt wurden. Aber es mit eigenen Augen zu erleben, ist absurd. Nagato war ein mächtiger Ninja, den der Ikudo Sennen zu verfolgen. Der wird durchgereicht, aber so einer Base-Deppert. Seiner Seite, Itachi Uchiha. Itachi wurde ebenfalls von den Toten erweckt. Er war aber in der Lage, sich aus dem Bann des Jutsu zu befreien. Er wird richtig durchgereicht, der Haberer. Base-Deppert. Da ist Sasuke dagegen ein Scheißdreck gewesen. Also jetzt rechne ich irgendwie schon damit, dass jetzt einmal der Obito-Fight kommt, mitten oder? Im Kampf zwischen Naruto und Nagato erwischte Itachi Nagato in einem Moment der Unachtsamkeit und versiegelte ihn. Eigentlich brauchten sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu kämpfen. Darin ist ganz allein der Krieg schuld. Dieser Kampf war von sehr vielen dramatischen Wendungen geprägt. Oh ja, und sehr viel lange da muss. Ein mit dem Wiederbelebungsjutsu erweckt. Der Anfang hat lang gedauert, bis er mal so richtig abgegangen ist. Entgegen und schwächte die Allianz. Sein Name oder ein bisschen dauert. Madara Uchiha.
Selbst für Naruto war es eine schwer zu bewältigende Herausforderung, gegen Madara zu bestehen. Na, der gerade in dem Modus sammeln nicht hab, aber der hat. Wenn er Arm verloren hat, der kriegt den einfach wieder neich oder das. Na, Alter, ist doch schwerer als wie in seinem eigentlichen Modus. Einfach gleich mal weg. Sicher. So, da komm her. Was ich aber jetzt irgendwie interessant finde, ist, dass wir genau den Naruto jetzt kriegen. Gar nicht im Chubi-Modus. Also ich glaub, weil er... Na, da war er keine Kopie. Da ist er selber dahergekommen. Aber bei manchen Kämpfen war er eigentlich eine reine Kopie. Also ein Schattendoppelgänger hat trotzdem gewonnen. Also ab und zu muss man schon sagen, so Hut ab. Ab und zu muss man definitiv sagen, Hut ab. Da hat er echt schick gefightet. Also wir werden safe dann noch mindestens einmal noch seinen Erinnerungskampf haben. Vielleicht auch noch so zusätzlich, vielleicht so Boruto Next Generation mäßig, vielleicht vom Film oder irgendwas, könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. Wäre auch geil, wenn man das auch noch zusätzlich kriegen würde. Also wirklich, dass man sagt, bis zu diesem Zeitpunkt, damit man auch ungefähr so einordnen kann, ab wann quasi dieser besondere Geschichtenmodus stattfindet. Ist für Madara ein kann ich mir gut vorstellen. Man vielleicht in die Richtung geht. Weil im Endeffekt, du hast jetzt eigentlich eh Narutos Geschichte gehabt. Und jetzt musst du es eigentlich quasi wieder wiederholen. Schlag zuzufügen. Aber was ist denn ja. Passiert? Ja. Es hat nur Narutos Schattendoppelgänger erwischt. Er selbst war zu dem Zeitpunkt nicht dort. Ach so, doch! Okay. Ich hab mir ja schon gedacht gehabt, ich hab's verwechselt gehabt. Da hat er ja nicht gescheit helfen können. Voll, mit der vollen Leistung und alles. Ich wasche, passt. Haben wir gedacht gehabt, andersrum, wo er das allererste Mal Tobi getroffen hat, also Obito, also im Endeffekt aber dennoch. Oh, müssen wieder aufpassen. Mit der Geheimtechnik und alles drum und dran. Ist ein bisschen Zache-Partie. Am Ende dieser Wirklichkeit bleibt nichts als ein einziger, niemals endender Traum. Kinder brauchen einfach Helden. Bisschen aufpassen. Ich würde gerne am liebsten einmal Geheimtechnik mit allen beiden schaffen. Das wäre super. Ich glaube, das wird sie. Ja, können sie vielleicht schon ausgehen. Weil ich mag die Geheimtechnik nicht. Bayern. Also in dem Modus, im Chubi-Modus, mag ich die überhaupt nicht. Eremiten-Modus, Geheimtechnik. Baba, Alter. Du bist ein richtiger Ficker. Allein schon, wenn er einfach Rasen Shuriken wirft, Alter, ist einfach göttlich. Der Haberer tut sie vielleicht gerade aufladen oder irgendwas und du wirst da einfach entgegen, Alter. Ist einfach nur richtig, richtig geil. Jetzt, nachdem sie endlich harmonierten, erlangte Naruto die volle Kontrolle über Kuramas Kraft. Was? Mit zwei Rasenschuriken. Du auf Klatsch bist du. Ja, du Wichser! Er wirft mir immer irgendwas entgegen, der Hund. Der Hund! Könnte knapp werden mit Nessrang. Muss ich sagen, könnte knapp werden. Geht's raus, Nessrang. Oder? Hurri, bitte. Was ist das? Oha, so ein Hund. Ja, der ist wieder mal nix. Havara, der ist wieder mal nix. Gib mir noch ganz kurz Bulli, gell? Und wenn ihr halt quasi über den S-Rang verkackt, dennoch, Geheimtechnik, einfach muss. Ich glaube aber trotzdem, dass sich S-Rang noch ausgeht. Muss. Das muss ich ausgeprügelt. Also bis jetzt haben wir, glaube ich, maximal ein, zwei Kämpfe wiederholen müssen im besonderen Modus für den S-Rang. Sonst war alles irgendwie ein bisschen zu einfach. Ja, was das sagen wir jetzt, Rolle, oh mein. Inmitten eines langen Kampfes gelang es Kakashi und seinem Team dank einer List, Tobis wahre Identität aufzudecken. Sein Name war Obito Uchiha,
Wie Naruto träumte er davon, eines Tages Hokage zu werden. Als enger Freund Kakashis hatte er an dessen Seite gekämpft. Obito Uchiha. Im Grunde war Obito reinen Herzens. Das war auch der Grund, weshalb er nach dem Tod eines geliebten Menschen den Verstand verlor. Er entschied sich für den Kampf gegen seinen ehemals besten Freund, denn er wurde von der Hoffnung getrieben, diese Traumwelt verwirklichen zu können. Genauso wie es bei Papa und Sasuke war. Zwei beste Freunde, die einander bekämpfen. Das Licht? Erinnert mir jetzt gerade irgendwie an Final Fantasy 14. Dann auch vom Sound her neues drum und dran. Auf den Weg zurück zum Zeitspeicher begeben, denn ich sehe dort erneut ein böses Omen. Gut, hat gefühlt. Gut, schwierig. Alles klar. Ist ja nicht so, wir hätten es beim vorigen Teil mindestens 6 oder 7 Millionen Einheiten verkauft, Ihre aber ja, bei sowas müssen wir halt ein bisschen sparen. Das ist das dritte Mal. Was ich wohl diesmal sehe. Ich hab dich gefunden. Wenn wir ihre Kraft nutzen, wird in der Ninja-Welt die Hölle los sein. Nanashi Uchiha, eine Waffe deines Clans. Du wirst dich auch in dieser Ära als nützlich erweisen. Wer seid ihr? Leute, die dich verstehen. Du hast die Ninjas und die Ninja-Welt. Oder irre ich mich? Hast du nicht die Ninjas, die dich ausgenutzt und dann versiegelt haben? Hilf mir. Gemeinsam können wir die gesamte Ninja-Welt ins Chaos stürzen. Das geschah, als Nanashi von der Versiegelung befreit wurde. Sie haben ihren Hass ausgenutzt, damit sie ihnen hilft. Verdammt! Ja, dann müssen wir halt noch ein paar Erinnerungen halt mehr schaffen. Ja, mei. Ein paar ist gut gesagt, Alter. Wie ist deppert? Ich hab gerade erst den Geschichtenmodus erledigt und jetzt kann ich erst recht wieder Geschichte nacherzählen. Kriegt. Was? Je. Wirklich super cool. Cool. Wahnsinn. Für was habe ich den Geschichtenmodus gemacht? Ganz ehrlich. Okay, machen wir weiter. Wenn ich jetzt recht wieder alles erzählt kriege, das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na? Der vierte große Ninja-Krieg wurde durch Obitos Kriegserklärung ausgelöst und stand kurz vor seinem Höhepunkt. Die Shinobi-Allianz stand hinter Naruto. Madara kämpfte an der Seite von Obito. So entwickelte sich der Kampf zu einem wahrhaftigen Chaos. Es wurde äußerst schwierig, die vereinten Kräfte von Obito und Madara zurückzudrängen. Schließlich wurde der Zehnschwänzige ins Leben gerufen und Obito nahm seine Macht an. Oh Mann, danach sollten sie ja eigentlich erledigt sein. Gerade als sie Naruto in die Enge getrieben hatten, tauchte ein gewisser Ninja auf, der eine dramatische Wende im Kampf herbeiführte. Sein Name war Sasuke Uchiha. Sasuke? Oh, geil. Passt, drei Ninjutsus. Let's go, der wilde Hase. Let's go. Perfekt. Das endlose Tsukuyomi aktiviert. Tatsache ist, und dass euer Krieg beendet ist. Nein, ist er nicht. Da haben sie komischerweise wieder die Originalstimme aus dem Anime. Also ja, die haben ja da die Madara-Stimme verhunzt. Ja, voll. Die Madara-Stimme haben sie ja verhunzt. Weil die Madara-Stimme ist eine 10 von 10. Richtig geile Stimme. Und damals, wie ich da den Krieg gesehen habe und die Maske dann gefallen ist und dann Obito gesehen habe, ich mir gedacht, was ist das für eine Scheiße? Was ist da los mit der Stimme? Die Stimme war so dermaßen sexy. Richtig geile Stimme. Und ich denke mir so, ich kann dich überhaupt nicht mehr ernst nehmen mit der Stimme. Überhaupt nicht mehr.
bis zu diesem Punkt. Ich hab den Bre überhaupt nicht mehr ernst nehmen können. Überhaupt nicht. Es hat mir echt ein bisschen, auch ein bisschen wehgetan. Weil ich fand die Stimme dann nicht mehr so sexy. Was denn? So. Die ganz bisschen random Character reinhauen oder vielleicht Side Character, wenn es vielleicht ab und zu mal relevant ist, aber nicht bei einer der Hauptschurken, sei mir nicht böse. Da gehört eine richtig geile Badass Motherfucker Stimme daher. Nicht die. Nur ihr gemeinsamer Widerstand und Narutos Worte waren dazu imstande, Obitos Herz Stück für Stück zu erweichen. Schließlich wurde Obito die Macht entzogen und die Shinobi-Allianz brach in Jubel aus. Die Freude währte aber nur kurz. Madara hatte die Macht des Zehnschwänzigen absorbiert und wurde zum zweiten Rikudo Sennen. Von nun an besaß er überwältigende Kräfte. Sie müssen den Haaren auch noch haben dran, na gut. Von Verzweiflung getrieben. Doch ihre Lage war vollkommen aussichtslos. Sie verloren einen Soldaten nach dem anderen. Gerade als es für sie auf dem Schlachtfeld düster und hoffnungslos aussah, stellten sich zwei Ninjas Madara entgegen. Natürlich ist die Rede von Naruto und Sasuke. Sie waren mit Sicherheit die einzigen, die eine Chance hatten, es erfolgreich mit Madara aufzunehmen. Oh yes. Hilfsangriffe. Gut. Straske, du musst jetzt ein bisschen Hilfsackler spielen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich bin nicht, der dich besiegen wird, Blödmann. Wir werden dich. Hey du, Madara. Oh, perfekt. Würde ich dir sagen, gönnen wir sich. Ich hätte mir gedacht, da wäre eine geile Kombination am Start. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist die Geheimtechnik, das. Aber ich glaube, er war jetzt nicht. Oh, er war eh rot. Ha. Das ist die Folge einer interessant. Ich hätte mir gedacht, gerade die zwei müsste so eine Art Kombinationsattacke haben. Achso, weil es ja eine Geheimtechnik ist, wird es wahrscheinlich nicht in den Modus gehen. Das kann sein. So ein Hund. Also, sind sie beide perfekt. Nicht ganz. Sie standen nur an der Schwelle. Zusammen, Kurama! Bijou Planetenrasen Shuriken! Jetzt wird dann sowieso noch die Urmutter daherkommen. Und? Ist das dein Ernst? Dann wahrscheinlich noch der Kampf Sasuke gegen Naruto und das war's dann eigentlich quasi. Also, ich hoffe, ich hätte es geiler gefunden, wenn man das danach genommen hätte. Vielleicht aus Naruto The Last oder Boruto Next Generation. Das wäre geiler gewesen. Nicht, dass man einfach quasi wirklich die Geschichten, wo das wiederholt. Es fuckt mich ein bisschen ab. Es fuckt mich echt ein bisschen ab. Kampf gelang es Naruto und Sasuke Madara in Schach zu halten. Weil da hätte ich gleich so eine Art Mischmasch draus gemacht. Ganz ehrlich. Sich aufzugeben. Er nutzte die Lage zu seinem Vorteil und führte schließlich das endlose Tsukuyomi herbei. Oh Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein! Die Ninja-Welt wurde in sein Traumreich gezogen. Nur Naruto und ein paar andere blieben zurück. Der vierte große Ninja-Krieg war zu Ende und Madara siegreich. So dachte man. So dachte man? Verbundene Geheimtechnik. Ja, das kann was werden. Nun konzentriere ich mein Chakra. Und vereinige es erneut. Zum Teufel ist das! Sie wurde vor langer Zeit. Das ist ein Kommentar, Dogma. Sie wurde unter anderem. Oh, wie viele Dinger noch? Haha, Wara! Ihr Name war Kaguya Otsutsuki. Otsutsuki? Ich brauch die Punkte. Ich brauch das scheiß verfickte Geheimtechnik. Ding. So, wehe dir. Nein, nein. Oh, mit dem letzten noch gekriegt. Gott sei Dank. Oh. Haben wir es jetzt noch nicht verwendet gehabt.
Außer vielleicht maximal einmal. Naruto, Sakura, beenden wir das. Die Powerpuff Girls. Digga. 1 zu 1, Alter. Oh mein Gott. Eins zu eins Powerpuff Girls. Digga, nur in einer anderen Farbe. Es war ein Krieg weltbewegenden Ausmaßes. Dank des erbitterten Kampfes von Naruto und Sasuke und der Hilfe ihrer Gefährten überstanden sie viele Widrigkeiten. Und Kaguya wurde aufs Neue versiegelt. Sie haben also die wahre Verantwortliche besiegt? Endete es damit? Keineswegs. Denn da war noch immer die Verbundenheit zwischen zwei alten Freunden. Eine Freundschaft, die in keinster Weise unter einem guten Stern stand. Die Verbindung zwischen Naruto und Sasuke und ihr endgültiges Schicksal. Oh, geiler Fight. Oh. Das ergibt... Ohne irgendein Gelaber oder sonst was. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es für sie nur den Konflikt. Abgesehen davon gab es nichts. Der war saftig, der Kampf. Nichts und wieder nichts. Nichts außer Narben, die alles zwischen Himmel und Erde zeichneten. Voller gequält.